Hey. Hey. Okay, den hat er noch gerade zerstückelt. So, ich brauche meine Hand auflegen. Der schmeißt den mal um. So, das waren die. I'm here. Oh, Käse. Nasenhelm. Goldzul und ja. Das war der Teil von Kid Nua. Oh, hier ist noch was drin. Silberluske Schriftrolle, Mal des der Natur. Ja, sowas sollte ich auch irgendwann mal anfangen zu benutzen. Ah ja, ansonsten sind wir hier eigentlich durch. Köln geht's zur Statue zurück. Ah, you're right. No sense listening to that old Bampart. Damn Virago, not now! Hast schon recht, dem alten Depp zuzuhören gibt keinen Sinn. Verdammt, Virago, nicht jetzt. Okay, Alof hat auch irgendwie gerade Probleme. Und ja, mal kurz einen Blick in unser Questlog werfen. So. Der alte Wächter. In der Burg habe ich einen Geist gefunden, der einen Thron in der Herrenhalle gefangen ist. In der Hoffnung, dass ich irgendwo dort unten Mehrwert künden könnte, hat sie mir einen Weg in die Tiefen unterhalb der Burg geöffnet. Die Burg scheint verlassen zu sein. Wegen Goldtag gibt es auch hier Geister und andere Kreaturen. Wenn ich Antworten haben will, muss ich wohl weitere Erkundigungen anstellen. Ja. Nach unserem Gespräch wurde Mehrwald aggressiv und griff mich plötzlich an. Mir blieb keine andere Wahl, als ihn zu töten. Ich habe seinen Geist freigelassen und ihn aus seinem Unglück befreit. Er hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Er hat angedeutet, dass meine Seele wie die seine im vergangenen Leben erweckt wurde. Sofern Mehrwald als Anhaltspunkt herhalten kann, muss man einen großen Preis zahlen, um ein Wächter mit einer erweckten Seele zu sein. Er hat mich auf die Stadt des Trutzes hingewiesen, die ich, wie jeden anderen Ort auch, für einen guten Startpunkt meiner Suche nach Mitgliedern des blauen Schlüssels halte. Jeder Gruppe, die dieses Elend in mir erweckt hat. Ja. Nie weit von der Königin entfernt. Mehrwald hat mir erzählt, dass ich den bayernischen Schlüssel wohl in der Stadt des Trutzes nie weit weg von der Königin finde. Dort muss ich hingehen, wenn ich den Mann finden will, der meine Erweckung ausgelöst hat. Mehrwald ist tot und die Antworten, die er mir geliefert hat, waren kurz und rätselhaft. Die Burg Vogtin in der Herrenhalle von Kate Nur scheint das einzige weitere empfindsame Wesen in der Festung zu sein. Sie könnte mir vielleicht weiterhelfen. Mhm. I felt Meerwald's passing. You slew him. Ich spüre Meerwalds Ableben. Hast du ihn erschlagen? Er ließ mir keine andere Wahl. It saddens me to hear it. But part of me is grateful to no longer have to wait and worry in darkness.
Die Burg funktioniert einen Moment lang still, die Luft scheint kühler zu werden. Das zu hören stimmt mich traurig und dennoch ein Teil von mir ist dankbar, dass ich nicht mehr in der Dunkelheit warten und mich sorgen muss. This place has always known its master, long as it's had one. It has a will all its own, which has little to do with the castle and much to do with the land it's built on. It looks to you as Meerwald's successor now, whether you care for it or not. A dubious honor, inheriting a fortress both broken and cursed. But in the right hands, it could be so much more. If you had only seen it in its day, will you stay? Dieser Ort hat seinen Herrn schon immer gekannt, solange er einen hatte. Er hat seinen eigenen Willen und das hat kaum etwas mit der Burg, sondern vielmehr mit dem Land zu tun, auf der sie gebaut ist. Anscheinend sind sie nun mehrmals Nachfolger, ob sie wollen oder nicht. Was für eine zweifelhafte Ehre, eine zerborstene und verfluchte Festung zu erben. In den richtigen Händen aber könnte sie so viel mehr sein. Und wenn sie nur zu ihren Glanzzeiten gesehen hätten, werden sie bleiben? Was sollte ich schon mit einer Ruine anfangen? Ich wollte schon immer meine eigene Burg haben, auch wenn sie ein bisschen verflucht ist. Meerwald sagte, dass ich zur Stadt des Trutzes gehen und dort nach der Königin suchen muss. Die Energie scheint urplötzlich aus der Luft zu verschwinden. Aha. Wenn Sie nach Trutzburg wollen, muss ich Ihnen leider sagen, dass Ihr langer Weg umsonst gewesen ist. Der östliche Wachturm ist vor Jahrzehnten eingestürzt und Meerwald hat es nie geschafft, ihn wieder aufzubauen. Die Straße endet hier in einer Sackgasse. Er war sogar schon so weit, das notwendige Baumaterial zu sammeln, bevor er geistert abwesend wurde. Ich könnte dafür sorgen, dass er repariert wird, wenn das hier Wille ist. Als das aufhörte, der Wille des letzten Herrn zu sein, war ich nicht mehr in der Lage, etwas daran zu ändern. Denn was bin ich schon außer das Werkzeug meines Herrn? Das würde sicherlich Zeit in Anspruch nehmen, aber weitaus weniger als einen anderen Weg nach Trutzburg zu finden. Was hat es zur Folge, die Herrin von Ketnua zu sein? Nur mit der Instandhaltung einer Burg sind viele Verantwortung verbunden. Wie sehr sie sich engagieren möchten, liegt natürlich ganz bei Ihnen. Ich bin unter anderem deshalb hier, um in Ihrer Abwesenheit hier für den reibungslosen Ablauf der Dinge zu sorgen. Vorausgesetzt, wir haben vorher entsprechende Befehle erhalten. Wenn Sie mich unterweisen, welche Reparaturen Sie als nächstes vornehmen wollen, werde ich die nötigen Vorkehrungen treffen. Sie werden einige Zeit in Anspruch nehmen, doch Sie werden Ihnen auch zusätzliche Ressourcen verschaffen, wenn Sie abgeschlossen sind. Wenn wir einen Ort dafür hätten, könnten wir Händler anheuern, um Sie mit Vorräten oder Zutaten zu versorgen. Die Festung zu reparieren wird ihr Prestige steigern und sowohl hilfreiche Personen als auch ungebührende Aufmerksamkeit von Banditen und Opportunisten anziehen. Wenn wir im Gegenzug die Sicherheit der Festung steigern können, müssen wir uns darum jedoch weniger sorgen. Sie sollten aber wissen, dass diese Position mit einem Risiko verbunden ist. Ihr Name wird an Ruhm gewinnen und Sie werden Bedrohungen abwehren müssen. Und da gibt es andere Dinge. Was kann ich noch sonst noch für Sie tun? Wie kann ich den Wachturm reparieren? Meerwald hat das Baumaterial für den Wachturm eingelagert und es steht Ihnen immer noch zur Verfügung. Wenn Sie in Zukunft weitere Reparaturen an der Burg durchführen möchten, müssen wir Materialien und Arbeitskräfte kaufen. Was hast du damit gemeint, als du sagtest, diese Burg sei verflucht? Meerwalds Fluch betraf nur ihn, der Fluch eines Wächters, seinen Nachfolgern, aber er ging es nur wenig besser. Wahrscheinlich eher seinen Vorgängern. In der Burg gibt es eine Präsenz, oder besser gesagt, unter ihr. Zumindest haben alle, die zu diesem Ort gekommen sind, diese Schlussfolgerung gezogen, da die Geister, die noch immer in den endlosen Faden verweilen, oft von einem Meister in der Tiefe sprechen. Jeder Versuch, hier eine Siedlung zu etablieren, ist fehlgeschlagen seit der Zeit unserer iderianischen Kolonisten. Von den endlosen Faden erheben sich Biester, bis der neue Herr oder die neue Herrin nicht mehr ist. Der in den Tiefen lebt, dieser Meister scheint keine Rivalen zu tolerieren. Von Zeit zu Zeit habe ich furchtlose Entdecker gesehen, die verantworten, die in die Tiefe gestiegen sind und niemals wiedergekehrt sind. Das ist die Macht, die verhindert, dass Ketnua mehr als eine nutzlose Ruine wird und die mich all meiner Hoffnung beraubt hat. Die endlosen Pfade, dorthin müssen wir, wenn du mich begleitest. Welche Teufel auch dort laufen, bedenke auch, welches Wissen wir finden werden. Vielleicht spricht dieser Meister ätherisch. Was sind diese endlosen Pfade? Die endlosen Pfade von Otnua, das ist der Name, der dem Labyrinth unter der Burg gegeben wurde. Der Graf, er. Wir wurden von den Glafantanen gewarnt, dass dieser Ort verflucht sei. Mit dieser Warnung ist außerdem eine Legende verbunden, die wir damals für unbedeutend hielten.
Man sagt, dass die Ruinen von einem mächtigen Ingvitane namens Odnur gebaut worden sei, der hier herrschte, bis sich das Volk gegen ihn erhob. Sie zerstörten seine endlose Pfade und füllten viele der oberen Tunnel mit Erde und Stein. Kein Lebender weiß, wie tief nach unten sich die Tunnel erstrecken, und nur wenige, die dorthin gegangen sind, kehrten wieder. Es gibt viel Gerede über Reichtümer und Schätze, allein die Aussicht auf ingvitanische Reliquien hat viele Glücksritter angelockt und in ihren Tod fürchte ich. Wer ist dieser Meister in der Tiefe? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Ich glaube, dabei muss es sich um den Mann handeln, der die endlose Pfade geschaffen hat. Den ingvitanischen Tyrannen Odnur. Manche behaupten, dass sein Geist noch immer da ist oder dass er diesen Ort zumindest verflucht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch viel von seiner Arbeit übrig ist, denn die Ruinen gibt es schon seit über 1000 Jahren und noch länger. Das aber, was übrig ist, ist beeindruckend. Der Graf hat das mit Sicherheit so. Vielleicht haben Sie, während Sie dort unten waren, die Hand vor der großen Statue gesehen, die Odnur erbaut hat. Vielleicht ist sie gar eine Statue von Odnur selbst. Aber bin ich nicht die Herrin von Ketnur? Natürlich sind Sie das. Die Burg würde keine andere Herrin akzeptieren. Die endlosen Pfade dagegen sind eine völlig andere Geschichte. Unglücklicherweise sind sie sehr eng miteinander verbunden. Wenn Sie sich nicht um den Meister in der Tiefe kümmern, wird der Burg immer eine Gefahr aus dem Inneren drohen. Ich weiß, das ist ziemlich viel auf einmal. Wenn Sie aber wenn Sie Herrin dieses Ortes werden möchten, dann kann ich Ihnen nur dazu raten, diesen Feind zu besiegen, bevor er Sie vernichten kann. Ich habe andere Fragen. Ja, wie kann ich behilflich sein? Ist es an der Zeit, diese Königin in der Stadt des Trutzes zu finden? Sie müssen wissen, dass diese Königin, nach der Sie suchen, Trutzbucht hat keine Königin. Die Macwins von Edir haben hier seit dem Krieg nicht mehr regiert. Die einzige Königin mit ernstzunehmender Macht dort ist Wodika. Angeblich hat man dort ihr zu Ehren einen exquisiten Tempel errichtet, aber ich konnte ihn mir niemals selbst ansehen. Wenn Sie dorthin gehen möchten, können wir gleich mit der Reparatur des Wachturms beginnen. Sie müssen nur sagen, was Sie vorhaben, da werde ich die notwendigen Vorbereitungen treffen. Merwart hat tatsächlich ein Bestandsbuch geführt, das zu aktualisieren nicht mehr erlaubt habe. Sie können ja einen Blick hineinwerfen, wenn Sie wollen. Dann lass mich mal sehen, was ich reparieren kann. Dann werden wir sofort aufbrechen. Die Stimme der Burgwirtin ist voller Aufregung. Sie müssen wissen, meine Fürstin, dass dies nur die erste und geringste von vielen großen Unternehmungen ist. Die Festung beinhaltet schon seit Jahren eine Vielzahl an Dienern und schönen Gebäuden. Wenn Sie es wissen, so können wir einige der umliegenden Gebäude reparieren. Das wird Ihnen Reichtum und Anerkennung bringen und viele werden ihre Dienste eintreten wollen. Wenn wir die Verteidigung wieder aufbauen, schützen Sie Ihre Festung vor Überfällen, so wie es unter Merwalds Führung gewesen ist. Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Ich verbleibe Ihnen in den Diensten und solange Sie die Herrin sind, werden wir wie immer miteinander verbunden sein. Sie müssen nicht diesen Boden betreten, um mit mir zu sprechen. Wo Ihre Reisen Sie auch hinführen, Sie können mir Ihren Willen nennen, wenn Sie nur Verbindung zu mir suchen. Oh, doch zunächst versteht sich der Wachturm. Ja, da sieht man, der Wachturm bringt uns Prestige und Sicherheit. Also wir haben schon 2 Prestige durch Verschiedenes. Aber Sicherheit haben wir noch keine. Was ich übrigens gerne hätte, ziemlich schnell, wäre der Kerker. Der fordert 2 Tage und die Hauptburg. Das heißt, wir müssen erst die Hauptburg. Dazu müssen wir den östlichen Wachturm. Weil ich will dieses Mal versuchen, so viele Leute, die ich einkerkern kann, einzukerkern. Aber ja, erstmal den Wachturm. Ist schon fertiggestellt, ist alles erledigt. Dann geben wir auch gleich mal die Hauptburg in Auftrag. Durch den Ausbau der Hauptburg wird deine Herrenhalle restauriert, was hier und deinen Gefährten, Besucher und Abenteurer einbringt. Yep. So. Machen wir noch schnell die Level-Ups. Kann er überleben und vielleicht eine Heimlichkeit. Und des Fluches Bauern rannte. Das sind jetzt wieder Phrasen. Genauigkeit. Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate. Das wäre nicht schlecht.
Oh, damit steht er frei von Frostfallen. Verteidigung gegen verängstigt, Verteidigung gegen verschreckt. Und damit verängstigt er. Also ehrlich gesagt, hier, Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate. So. Und dann noch Duens. So. Und er kann neue Zauber. Vor allem Säule des Glaubens. Gut, bevor wir mit Kanna reden, wird jetzt erstmal gespeichert. Das ist jetzt Let's Play 007, ja. 007. Speichern und dann gibt es jetzt an der Stelle erstmal einen Cut. Also, bis gleich.